Ja, das Bild gefällt mir sehr gut, Philipp. Das Bild nehmen wir, okay? Okay, mach. Gefällt mir sehr gut. Wunderbar. So, ihr beiden. Sehr schön, sehr schön. Ich gehe einmal in die Mitte. Okay. Ich habe nämlich was vorbereitet. Mhm. So stelle ich mir das vor, ja? Okay. Du bist Prinzessin Leia. Gefällt mir wunderbar. Mhm. Und du, der Darth Vader. Gefällt mir sehr gut, passt. So, so habe ich mir das vorgestellt, ja? Also bekämpft euch. Okay. Du bringst die Sahne schön zum Einsatz, ja? Das ist ganz wichtig. Und ich würde jetzt sagen, tobt euch aus. Probiert es am besten einmal. Ich schaue es mir wieder an. Philipp, du bist bereit für die Bilder? Ja, mach. Ja? Dann würde ich jetzt sagen, bitte. An diesem Shooting haben die beiden einen riesen Spaß. Sogar Dirk. Den anderen spielerisch zu bekämpfen, beseitigt schlummernde Aggressionen. Ich bin dein Vater. Pass auf, du, ich sage es dir. Ey, sag mal, bist du bekloppt? Was denn? Ey, ich glaub's ja wohl nicht. Ey, Ruhe. Also das, Mann! Das gefiel mir sehr gut. Ja, siehst du? Ja. Du hast jetzt alles versaut. Ja, ich präsentiere schließlich das Produkt. Ja, richtig. Genau. Und dafür haben wir dich da. Dirk, das kriegen wir wieder raus, ja? Ja, gut. Ich schaue mir jetzt mal eben an, ob wir schon ein schönes Foto dabei haben. Beruhigt euch beiden, okay? Ach, ich hab da ja kein Problem. Genau. So. Ja, auf einmal hat Dani mich da mit der Sahnedose vollgesifft. Ich habe gedacht, der Chef, der rastet irgendwie aus. Aber nein, der Typ, der kam um die Ecke und hat sich total gefreut, fand das alles super. Wir haben das Bild im Kasten. Ja, ist doch super. Ja, also ihr beiden könnt euch jetzt umziehen. Wieso ihr beiden? Dirk, du hast das bis jetzt so gut gemacht. Und ich hätte dich gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann müssen wir mal über die Gage sprechen. Das war ja wohl anders ausgehandelt. Ja, das kriegen wir schon hin, Dirk. Mach dir da mal keinen Kopf, ja? Ja, ich sollte mich ja dann auch umziehen. Aber ich habe nichts gefunden, außer irgendwie so einen komischen Schwanz und so Mauseohren oder so ein Kram. Ich habe gedacht, das kann's nicht sein. Dani, ich helf dir. Okay. So, bleib mal hier stehen, genau, super. Okay. So, jetzt fehlt nur noch... Ey. Das sieht ja toll aus. Hör auf zu lachen, ey. Was denn? Ja, toll. Ja. Ich hab nur das hier gefunden, also das kann ja kein Kostüm sein, oder? Das ist dein Kostüm. Bitte? Ja. Ich mach mich doch nicht zum Affen hier. Nein, aber zum Esel. Genau. Der Esel ist ja der beste Freund vom Schreck. Und so stelle ich mir das Ganze nämlich auch vor. Oh, ich mir aber nicht. Ich find's ja mal mega, dass Dirk sich auch mal endlich zum Affen machen muss. So, ich habe euch wieder ein Bild mitgebracht, wie ich mir das Ganze vorstelle. Du bist in der Mitte als Schreck und umarmst deinen besten Freund, den Esel. Oh, das und das mit der Katze? Die Katze, das ist die Sahne für heute, ja? Okay. Super. So, ich schaue mir das Ganze mal an. Ihr habt euch das gemerkt? Ja, ja. Stellt euch dann bitte einmal so auf. Echt toll. Ja, mach mal. Ja. Oh, nee, ey. Ich weiß auch nicht, wie ich das verdient habe, mich mit der Alten so zum Affen zu machen. Die Rolle liegt Dani. Der Marketingchef ist mehr als zufrieden. Gefällt mir gut. Ey, Grammatik schon ganz sauber. Guck dir mal die Sauerei an. Super, ja. Also Dani hat das wieder super gemacht, wo sie sich da mit der Sahne vollgeschmiert hat. So muss das sein. So, ich denke, wir haben es, Philipp. Ja, wir haben auf jeden Fall ein schönes Bild gemacht. Ja, super. So, meine Lieben, dann komme ich einmal zu euch. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Okay. Ihr habt Feierabend. Ja. Wow. Sehr schön, ich bin sehr zufrieden mit euch. Die Sachen könnt ihr mir geben, ruhig. Okay, darf ich die behalten? Die Sahne darfst du behalten, ja. Ich hole dir jetzt noch ein Kostüm, schau mal, Dani, für okay. Morgen. Ja, wir haben auch morgen wieder einiges vor mit euch beiden. Ich bringe dir das mal eben, eine Sekunde bitte. Okay. So. Oh, war ich das? Ja, das warst du. So, hier ist das Kostüm für dich für morgen, ja. Okay. Wir haben morgen wieder einiges vor mit dir. Wenn du magst, kannst du es anziehen vorher. Mhm. Was die Uhrzeit angeht, alles Weitere lasse ich dir gleich per SMS zukommen. Mhm. Ja? Okay. Philipp, an dieser Stelle auch vielen Dank an dich. Ja? Hat mir sehr gut gefallen. Cool, und ich begleite euch jetzt noch zur Tür. Okay. Ja. Und einen schönen Abend. Oh ja? Mein okay, Gott. Danke. Das einzig Blöde war ja, dass ich mit der Sahne nicht durch die Maske gekommen bin. Ich habe überhaupt nichts in meinen Mund reinbekommen. Am nächsten Tag. Das Titanic-Shooting findet zwar nicht auf einem Schiff statt, dafür aber mit Blick auf den Rhein. Wie besprochen, kommt Dani bereits im Kostüm. Weder Dirk noch Dani ahnen, was ihnen bevorsteht. Ihr beiden,
Wir sind hier, um heute Titanic zu drehen. Ja, dass wir ein paar schöne Bilder hinkriegen. Wir drehen die bekannte Szene nach an der Reling. Ich bitte euch, dass ihr euch gleich erstmal hier vorne einmal hinstellt, dass wir das proben können. Das Bild machen wir gleich da hinten. Dass ihr euch schon mal hier dran gewöhnt. Dani, stell dich mal bitte hier drauf. Ja, in deinem wunderschönen Kostüm. Einmal, dass wir das mal einmal nachstellen können. Genau. Jetzt soll ich auch noch Titanic mit dem Dirk nachstellen. Meine Fresse, ich glaube, das wird noch was. Boah, Mann, das geht ins Kreuz. So geht's. Ja, ja. Das sieht schon mal ganz okay aus. Ja, toll. So, ist okay. Du kannst dich gleich dann, wenn du willst, auch hier unten hinstellen. Oh. Aber wir machen das gleich da hinten. Das, ne? Dann geht ihr bitte jetzt da hinten rüber. Okay. Schon mal. Vorher lässt du dich aber bitte noch von der Melina ein bisschen schminken, ja? Also als die beiden da vor der Reling standen, da hatte ich wirklich Angst, dass die beiden da runterfallen. Ja, das sieht ganz gut aus. Hast du gut gemacht, Melina. Gefällt mir gut. Also seid ihr startklar? Ich sehe. Gut. Ihr beiden geht jetzt bitte da hinten rüber. Dani, ich überreiche dir die Floppy-Sahne. Dankeschön. Philipp, Melina, ihr kommt dann mit mir nach unten. Da von unten schießen wir die Fotos, ja? Stellt ihr euch bitte dahin und dann legen wir jetzt los mit dem Shooting, okay? Okay. Dann ja, let's go. Ja, jetzt soll ich mit der Alten auch noch irgendwie auf Pärchen machen und mit der Händchen halten oder was? Ich hab da überhaupt keinen Bock drauf. Dani fühlt sich schon beinahe wie Kate Winslet. Aber dafür kommt Dirk mit seiner Rolle als Leonardo DiCaprio so gar nicht klar. Sehr schön. Noch ein bisschen Sahne und ruf mal, ich bin der König der Welt, Dirk. Du hast einen in der Waffel, Alter. Doch die Sahnekönigin will ihre Sache unbedingt gut machen und ergreift die Initiative. Gut jetzt. Sahnekönigin der Welt. Du hast auch einen in der Waffel, echt? Nein, hab ich nicht. Boah. Sehr gut, alles klar. Philipp, ich denke, ein paar schöne Bilder haben wir im Kasten, oder? Ja, haben wir auf jeden Fall. Ihr beiden, ihr seid fertig, habt ihr gut gemacht. Also, dass der Dirk sich wieder angestellt hat und ich sagen wollte, ich bin der König der Welt, das passte mir gar nicht. Aber die Dani hat das zum Glück gemacht und das Shooting gerettet. So, habt ihr sehr gut gemacht, ihr beiden. Dirk, auch von denen ein toller Job. Ich habe gerade schon geguckt beim Philipp, ein paar super Bilder sind dabei. Freut mich. Ja? Wir sehen uns morgen wieder. Ich lasse dir dann wie immer alles zukommen, wo morgen dann das nächste Shooting ist. Kommt gut nach Hause, ihr beiden. Und wir trinken uns jetzt noch einen, okay? Weil ihr das auch so gut gemacht habt, ja? Dieser Kalender wird so mega werden und er wird mich berühmt machen. Auf dem Heimweg ist Dani immer noch total euphorisch. Die Sahne Queen ist ganz sicher, in ihr steckt ein Star. Ey, das Shooting, dadurch war es richtig berühmt. Ja, logisch. Ja, sicher. Naja, sicher. Oh, du Typ, warte mal. Guck mal, das Heiligenhaus, da muss ich jetzt was machen. Was? Hallo? Was willst du denn ja, da machen? Doch einfach mal. Dani, ich sag mal, bist du bekloppt? Das gehört dir nicht. Ist doch egal, ich borg's mir ja nur mal kurz aus. Ja. Jetzt muss es meine Sahnegötter anbeten. Echt toll. Für den Kalender. Du bist doch bekloppt. Nein, das geht um mein Feuerzeug, ich muss das jetzt machen. Oh Gott, ey. Ja, als wir dann in diesem Heiligenhäuschen vorbeikamen, habe ich gedacht, ich dreh ab. Die nahm da einfach eine Kerze da von dem Häuschen weg und hat die da geklaut und angezündet. Mach weiter. Ja. So, bitteschön, dann nehmen wir. Ja, jetzt komm. Oh Mann, jetzt musst du die Kerze aber mal nehmen. Was? Die Kerze. Ach, ich soll das Ding jetzt auch noch halten, oder? Ja, jetzt musst du erst mal sprühen. Nee. Klar. Hier nicht. Ich muss meine Sahne-Heiligenfigur sprühen. Ey, was ist das für eine Sauerei dann hier? Bist du bekloppt? Ich habe ja gedacht, wenn ich so eine Sahne-Heiligenfigur auf den Boden sprühe, dann klappt das mit dem Gebet einfach viel besser. Was soll der Zauber denn jetzt hier? So, jetzt gib mir mal die Kerze. Ich muss sie noch mal anmachen. Sieht eh aus. Toll, die Kerze. Du hast ja ausgepustet, gib das zu. Ich hab da gar nichts gemacht. Das ja, wird schließlich her. Windig, ich muss wieder oder anmachen. Was? Ey, und die Leute kriegen gleich einen Horror hier. So, komm, da dann mach die Kascherei zu Ende hier. So, Sahnegötter, ich bete euch an, helft mir, dass dieser Kalender mit der Sahne erfolgreich wird. Helft mir, dass ich berühmt werde damit. Mach mal hin hier mit der Zauberei. Ja, ja. Och nein. So, fertig. Ich wollte echt nur noch weg da. Ich habe die Kerze noch zurückgestellt und dann aber weg. Komm, mach hin. Du bist immer so schnell weg. Ich bin mir ganz sicher, dass die Sahnegötter mir helfen, berühmt zu werden. Ich nehme mich mit dir.